Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ad Infinitum. Wir sind in den Schützengräben unterwegs und wir sind natürlich mal wieder nicht alleine, denn der nächste Feind, die nächste Kreatur, steht direkt vor uns. Können wir auf den schießen? Ich glaube, wir müssen auf den schießen, denn hier können wir nichts durchschneiden. Wir können nämlich immer nur die, immer nur den Stachel da durchschneiden, der gerade nicht bewegt wird. Und es bewegen sich alle. Das heißt, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen schießen. Und der ist verdammt schnell, liebe Freunde. Alter Falter. Es geht weiter ins nächste Kapitel. Der Schmerz. Und wo sind wir jetzt hier? Suche und aktiviere weitere Flak-Scheinwerfer. Das ist unser Ziel. Es fehlt uns übrigens nur noch eine einzige deutsche Erkennungsmarke. Dann haben wir tatsächlich alle gefunden. Da freue ich mich drüber. Gucken wir mal. Suche die Flak-Scheinwerfer. Haben wir noch ein Gewehr? Wir haben kein Gewehr mehr. Die Gasmaske haben wir noch. Die hat er uns gelassen. Und unsere Taschenlampe haben wir noch. Na, herzlichen Glückwunsch. Das fängt ja schon mal wieder super an, liebe Freunde. Na, jemine. Sollten wir da runter? Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass wir da lebendig unten ankommen werden. Wir haben hier unser Respawn-Bettchen und sind in irgendeinem Haus, das komplett zugekleistert ist mit diesen Hölzern hier auf der gesamten Wand. Und ich glaube, wir sind diesmal im Haus der Kreatur. Eine neue Mission. Finde einen Weg durch das Dunkel. Gut, ich glaube, die Flak-Scheinwerfer sind somit erledigt. Gruselig das hier aussieht. Überall der Stacheldraht, der uns natürlich schon die gesamte Zeit über begleitet. Hallo. Oh. Hallo. Wo bist du, Soldat? Plötzlich warst du wie vom Erdboden verschluckt. Diese Kreatur. Hüte dich vor dem Feind. Hüte dich. Ja, leider Gottes ist jetzt schon ein bisschen zu spät. Du hast verdammt viel Mut. Du hast das Zeug zum Flieger. Ein wahrer Held. Nur du kannst diesen gottverdammten Krieg beenden. Nur du. Das weiß sogar die oberste Heeresleitung. Sonst wärst du nicht hier. Kannst du mich hören? Hallo. Hüte dich. Vergiss nicht. Es liegt an dir. Nur du. Kannst uns hier rausholen. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Soldat! Soldat! Und Ende der Unterhaltung. Wir können ihn hören, er kann uns aber nicht hören, denn wir können hier unmöglich telefonieren mit diesem Feldtelefon. Das wird wohl nicht mehr funktionieren. Es liegt an uns, uns hier alle wieder rauszuholen. Und hüte dich vor dem Feind. Kommt ein bisschen spät, diese Nachricht, denn wir sind mittlerweile mitten in den Fängen des Feinds. Wir sind dort, wo die Kreatur wohnt. Und zwar mittendrin. Scheiße. Wir haben überall die Vogelkäfige hier und auch selbst die Vogelkäfige begleiten uns mittlerweile schon durchs ganze Spiel. Denn wir haben beispielsweise da unten, als wir im Keller waren, beim Papa, wo er mit der Gasmaske dort rum experimentiert hat, beziehungsweise mit diesem Gasbehälter auch diese Vogelkäfige gesehen. Da waren damals die Täubchen drin. Vielleicht ist das ja ein Synonym, eine Metapher, denn wir wissen ja, die Feinde, die wir hier sehen, sind eben nicht nur schwierig zu besiegen, sondern stellen auch ein Symbol für etwas dar, wie zum Beispiel der Hunger, die Hungersnot oder wie zum Beispiel das mit dem Gas beim letzten Mal, diese Fabrik. Vielleicht stellt das ja die Tierversuche her oder da. Vielleicht stellt diese Kreatur, diese fliegende Kreatur, vielleicht steht die ja als Symbol für all die
toten Tauben, für all die toten Vögel, für all die toten Tiere, für all die toten Versuchsobjekte, die Versuchskaninchen, die ums Leben gekommen sind, um neue Waffen zu testen. Um Granaten zu testen, Gasgranaten. Wir haben ja zum Beispiel auch gelesen, es wurden da spezielle Granaten entwickelt, wo zuerst mal eine Substanz freigesetzt werden muss oder freigesetzt wird, die dich erstmal so verätzt, dass du nicht mehr weiter kannst. Und dann wird aber was Zweites freigesetzt, das deinen Körper langsam aber sicher zum Aufgeben zwingt. Also, das muss ja irgendwo getestet worden sein. Das ist ja nicht so, dass da jetzt sich Freiwillige gemeldet hätten. Ja, ich probiere das mal. Und da mussten wahrscheinlich die Tiere herhalten. Und vielleicht steht ja diese letzte Kreatur, die es hier im Spiel gibt, für die vielen toten Tiere, die draufgehen mussten, um neue Waffen zu testen. Möglicherweise ist jetzt nur wieder eine Theorie, ein Hirngespinst von mir. Aber vielleicht ist da ja ein Fünkchen Wahrheit dran. So, ich dachte, da ist ein fetter Abgrund, aber wir kommen hier nach unten, alles klar. Auch hier wieder ein Vogelkäfig neben dem anderen. Vorsicht vor den Tauben. Benutze deine Taschenlampe, um sie zu verscheuchen. Alles klar. Die scheißen uns hier den Weg voll. Und es sind ganz schön viele hier. Okay, die da hinten ist wieder gelandet. Das heißt, wenn wir hier immer wieder eine dunkle Stelle haben... Guck mal, da sieht man sogar das Nest von denen. Da liegen Eier drin. Wenn wir hier eine dunkle Stelle haben, dann sollten wir erstmal die Taschenlampe aktivieren. Nicht, dass uns hier eine Taube in den Abgrund stürzt. Das wäre blöd. Ich bin sowas von gespannt, wo wir hier hinkommen werden. Da drüben geht es auf jeden Fall mal nicht weiter. Die Kerzen, die Vogelkäfige, alle Sachen, die wir schon x-beliebige Male gesehen haben hier im Spiegel. Alles Zeichen, die auf die Vergangenheit hindeuten könnten. Nanü? Eine Zeitung? Ich gucke erstmal hier ganz kurz, ob es da vielleicht noch ein Dokument oder sowas gibt. Aber abgesehen von ein paar Dokumenten, die am Boden liegen, mit denen wir aber nichts anfangen können, und den Vogelhäuschen und den Kerzen und ein bisschen Taubendreck, ist da nicht wirklich viel. Ja, unser Respawn-Bettchen noch, aber ich glaube, unser Ziel führt uns hierhin. Zu dieser Zeitung. Mobilmachung. Ich will nicht, dass er geht. Darum geht's hier also. Es ist die Zeitung von Kriegsbeginn. Es geht um die Mobilmachung. Die jungen Männer, und die Älteren natürlich auch, müssen an die Front. Ich muss? Nein, ich will, verstehst du? Für unsere Freiheit. Und wir als Johannes hatten ja mehrere Gründe, um an die Front zu gehen. Einerseits natürlich, um für das Land zu kämpfen, patriotisch. Andererseits aber natürlich auch wegen der Situation auf dem Dachboden. Erinnert euch, da wurden wir erwischt vom Opa oder vom Papa, ich weiß gar nicht mehr genau. Als wir, ich sag jetzt mal, uns vergnügt haben mit einem Freund. Und das denen natürlich nicht in den Sinn gepasst hat. Aber ganz ehrlich, das war vor über 100 Jahren, da haben die Uhren noch anders getickt als heute. Und da haben wir irgendwann mal einen Brief gefunden, in dem stand, lieber gehe ich an die Front und sterbe dort, als nochmal nach Hause zurückzukehren. Wir waren auf beiden Seiten. Wir sind an der Front gewesen und haben dort vielleicht sogar das ein oder andere Mal dem Tod ins Auge gesehen, aber wir sind schlussendlich auch nach Hause gekommen. Wenn nur Paul alt genug wäre, aus ihm wird ein richtiger Soldat. Tja, und da sieht man eben immer den Zwiespalt zwischen Mama und Papa. Papa immer derjenige, der nicht auf unserer Seite war, sondern unseren Bruder hochgelobt hat. Der Bruder schafft das, Paul schafft das, aus ihm wird ein richtiger Soldat und aus uns kann nichts werden. Und auf der anderen Seite die Mama, die uns lieber wieder zurück nach Hause haben wollte. Wir haben damals gesehen, als wir im Keller waren, dort die Marienstatue, wo sie gebetet hat und gesagt hat, lieber Gott, nimm dir Paul, aber gib mir meinen Johannes wieder. Mach, dass Johannes wieder nach Hause kommt. Schlussendlich waren wir beide an der Front. Paul ist die Ränge nach oben gestiegen. Wir sind anscheinend immer noch ein normaler Soldat gewesen. Und Paul war dann irgendwann mal unser kleiner Bruder, unser Vorgesetzter. Gehasst von den anderen Kameraden, aber nichtsdestotrotz einen Rang über uns.
Es geht um die Mobilmachung. Wir haben eine Zeitung, der Krieg begann mit der Mobilmachung. Johannes durfte als Held an die Front ziehen. Doch dich ließen sie nicht. Nanü? Johannes durfte als Held an die Front ziehen? Doch dich ließen sie nicht? Wir sind doch Johannes. Nanü? Wir sind doch Johannes. Wir sind doch nicht Paul. Paul war zu jung damals, das wissen wir. Warum bist du nicht zuerst in den Krieg gezogen? Warum er? Oder soll das heißen, dass ich jetzt hier das gesamte Spiel falsch verstanden habe und wir die ganze Zeit in der Haut von Paul waren? Und nicht in der Haut von Johannes? Denn wenn wir das Ganze mal so sehen würden, wenn ich jetzt mal wieder eine neue Theorie aufstelle und bis jetzt war ich der festen Überzeugung, wir sind Johannes von Schmidt und nicht Paul, dann würden verschiedene Dinge wieder Sinn ergeben. Wenn wir nämlich nicht an der Front gestorben sind, und von Paul weiß ich gar nicht, ob der gestorben ist, dann wüsste ich zumindest, warum wir zu Hause herumlaufen und unseren Bruder, nämlich Johannes, wiederum dann sehen würden. Vielleicht verstehe ich jetzt hier auch gerade wieder irgendwas falsch. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen weiter und gucken, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Aber möglicherweise sind wir gar nicht Johannes, möglicherweise sind wir Paul. Interessant. Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass wir in der Haut von Johannes sind. Aber vielleicht habe ich mich da getäuscht. Aber wir müssen in der Haut von Johannes sein. Woher sollten wir uns denn dann erinnern können, was da oben am Dachboden passiert ist? Können wir da runterspringen? Ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Aber vielleicht bringt uns das hier ein bisschen Licht ins Dunkle. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Es würde Sinn ergeben, wenn wir Paul wären. Es würden aber dann wieder verschiedene Dinge nicht Sinn ergeben, wenn wir nicht Johannes wären. Ich weiß, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ich bin gespannt, was wir vielleicht noch für Dokumente finden. Achtung, da sitzt eine Taube. Das heißt, immer dort, wo der Weg so angeschissen ist, dort sind die Tauben. Da müssen wir besonders aufpassen, dass uns die nicht nach unten bringt. Und da sind die nächsten Eier. Ach so, warte mal, hier geht's weiter. Ja, ist ein bisschen gefährlich hier schon. Ein Balanceakt. Aber es geht ganz gut nach oben. Kein Dokument, nur alte Fässer. Und hier haben wir ein paar Stiefel. Was hast du denn erwartet? Du glaubst wohl, Rang ist alles. Ich habe langsam aber sicher tatsächlich das Gefühl, dass wir Paul sind. Sie haben dir Respekt zu zollen. Oder zumindest jetzt gerade Paul sind. Endlich dürftest du zeigen, was du kannst. Bist das Leutnant an die Front. Pauls Dich Stiefel. Haben sie ausgelacht. Warum nicht ihn? Der junge Leutnant, der plötzlich an der Front steht und Befehle erteilen kann an diejenigen, die schon viel länger kämpfen als er. Das war eben der Grund, warum die anderen ihn so fertig gemacht haben, weil sie ihn nicht ernst genommen haben. Weil sie gesagt haben, ich stehe hier seit 2 Jahren an der Front und dann kommt irgendein Neuer, irgendein 18-Jähriger, 19-Jähriger und will mir jetzt sagen, wo es lang geht. Frisch von Hotel Mama. Logisch, dass das nicht so funktionieren kann.
Da ist ein bisschen finster hier. Ich lasse mal die Taschenlampe ein bisschen auf. Bevor wir gleich irgendwo nach unten knallen. Spannend, spannend, spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, habe ich das im gesamten Spiel jetzt nicht bemerkt, dass wir eigentlich hier in der Haut von Paul stecken und nicht in der Haut von Johannes? Wir haben ja immer wieder Briefe gefunden und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht genau, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Oder sind wir möglicherweise nur genau jetzt in diesem Kapitel in der Haut von Paul? Das kann natürlich auch sein. Wie gesagt, wir machen einfach mal weiter und gucken, wo uns das Spiel hier hinführt. Abgesehen in den Scheißhaufen und den Bluthaufen von den Tauben. Das ist nicht mein Sohn. Hörst du? Das ist er nicht. Ein Kuckucksnest. Ein fremdes Kind, das großgezogen wird. Was geschieht hier? Hat der Mutter recht? Hat sich ein Kuckuck eingeschlichen, als du fort warst? Denn es ist jemand anderer von der Front nach Hause gekommen, als der, der zur Front gegangen ist. Die Front verändert einen. Spannend, 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 Freunde. Ah, guck mal. Hihihi, die Mayhem-Figuren, die... Na, die waren wirklich relativ easy. Ich glaube, das war der einfachste Feind hier im gesamten Spiel. So, weiter nach unten. Achtung, da könnte wieder eine Taube sitzen irgendwo. Man hört sie fliegen da oben. Aber sieht man noch was? Eigentlich nicht. Da sind bestimmt hunderte Tauben irgendwo über uns. Uiuiuiui, okay, Achtung, Achtung. Das könnte uns das Leben kosten. Uahaha. Okay, schnell mal rüber hier. Und dann gucken wir mal. Ah. Wir müssen die Kiste verrücken. Hallo? Na, sollte passen. Wo führt uns dieser Weg hin? Jetzt ist hier überall Möblage links und rechts. Sieht aus wie ein bisschen wie die Möbel, die wir im Keller gefunden haben. Das waren nämlich auch immer wieder diese großen Kisten. Und Tische und Stühle und so weiter und so fort. All das, was auch hier rumliegt. Hm. Aber viel wichtiger als all die Möbel, die wir hier sehen, wäre jetzt herauszufinden, wer wir tatsächlich sind. Hm. Da geht's noch nicht nach oben. Haben wir was vergessen vorher? Ah. Ich glaube, wir müssen gar nicht nach oben. Wir müssen hier nach unten. Hier ist zwar ein Spalt, aber der Spalt hat einen Grund. Wir müssen nämlich genau hierher. Hier ist nämlich das nächste, was wir über unsere Vergangenheit rausfinden können. Ich guck mal ganz kurz, ob da möglicherweise doch noch irgendwas anderes liegt. Wir haben schon lange kein Dokument mehr gefunden beispielsweise, aber hier sieht alles immer gleich aus. Wir sind mitten in einer Blutlache drin. Überall stehen diese Vogelkäfige mit Kerzen drin. Da hinten strömt das Gas aus. Da ist ein Respawn-Bettchen. Na, guck mal. Du bist nicht mein Sohn. Ich will meinen Sohn. Nein, nein, nein. Nein! Eine Schere. Was auch immer für eine Kreatur auf dem Dachboden hockt, sie hat es verdient zu leiden. Aber was, wenn... Hm...
Ich glaube, mittlerweile sind wir uns hier einig, dass wir uns schon halbwegs denken können, wer da oben am Dachboden wohnt. Wer da von der Front zurückgekehrt ist und dann das Zimmer auf dem Dachboden bekommen hat. Die Nummer 27. Nämlich wahrscheinlich wir. Oder vielleicht eben auch nicht. Johannes. Einer von uns zweien. Auf jeden Fall. Eine Staffelei. Ein paar Farben da unten. Eine kleine Spachtel. Ich glaube, das ist hier eine der spannendsten Stellen im gesamten Spiel. Und wir brauchen auch unsere Gasmaske, sehe ich gerade. Da vorne sieht es nämlich ein bisschen kritisch aus für uns. Eieieiei. So, alles klar. Funktioniert doch ganz gut und ich habe keine Ahnung, wie lang wir hier noch gehen müssen. Wir gehen immer wieder dieselben Brücke, immer wieder dieselben Stege ab. Überall ist alles vollgeschissen mit den Tauben, die hier wahrscheinlich über uns kreisen. Hin und wieder sehen wir auch eine. Wir sehen immer diese Vogelkäfige. Wir sehen... Oh, du Scheiße. Oh, ich glaube, da war ich ein bisschen... zu langsam gerade. Hätte ich die Taschenlampe anmachen müssen. Wir sind immer die Vogelkäfige, wir sind immer diese Leuchten hier. Und wir finden komische Sachen über unsere Vergangenheit raus. Boah, sagte ich, fall da runter. Ach du Scheiße. So, weiter geht's. Na, gucken wir mal. Das nächste Nest, die nächsten Eier und natürlich auch hier alles vollgeschissen. Nichts da. Nichts zum Lesen, rein gar nichts. Aber wo führt uns diese Reise hin? Da sind die abgedeckten Möbel. Was ist denn da drüben los? Aha. Ich glaube, das wird ein bisschen kritisch. Denn die schwingenden Käfige, die können uns definitiv hier in die tödliche Tiefe stürzen. So, ich hoffe, wir kommen hier durch, aber es schaut gut aus. Na, alles klar, Freunde. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Parcours in der nächsten Folge vor uns. Denn hier müssen wir durch, um dann wieder weiterzukommen, möglicherweise ins nächste Gasfeld. Das wird sich herausstellen in der nächsten Folge. Und vielleicht wird sich dann auch herausstellen, wer wir denn jetzt tatsächlich sind. War ich die ganze Zeit über falsch mit meiner Annahme, dass wir in der Haut von Johannes stecken? Und wir sind die ganze Zeit schon Paul, als Paul von Schmidt hier unterwegs? Oder ist es möglicherweise nur jetzt hier im Spiel gerade so, in dieser Situation, in diesem Kapitel? Ich glaube, das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde von Ad Infinitum. Bis dahin, tschüss!